Simon, letztes Spiel der Karriere, gerade hast du es kurz vor dem Interview gesagt, muss eine schwierige emotionale Lage sein gerade, oder? Ja, ist natürlich extrem bitter. Ich meine, wir standen die ganze Saison unten drin, haben uns dann gerade noch auf die Relegationsränge gerettet. Dann das erste Spiel gegen St. Leon glücklich gewonnen und heute waren wir, muss man ganz ehrlich sagen, einfach die schlechtere Mannschaft. Auch wenn es zum Schluss ein bisschen zweifelhafte Schiedsrichterentscheidung war mit dem Elfmeter, aber gut. Im Endeffekt war es verdient für Kirlach, das muss man einfach so anerkennen. Natürlich ist es bitter, aber ist halt so. Für dich war es das letzte Spiel der Karriere. Erzähl mehr dazu, wie ist es jetzt abzutreten? Ja, irgendwie muss ich sagen, passt so ein bisschen zur Karriere, dass ich jetzt abgestiegen bin. Ist natürlich ein unschönes Ende, aber es hat mir trotzdem riesen Spaß gemacht, mit den Jungs jetzt das Jahr noch zu spielen. Ich war ja ein Jahr außen vor, weil ich im Ausland unterwegs war. Es hat mir echt riesen Freude und Spaß gemacht, mit dieser jungen Mannschaft als, sagen wir mal, erfahrener Hase noch mal ein bisschen zu kicken. Leider hat es jetzt so ein unschönes Ende genommen. Es ist natürlich extrem bitter, aber ich glaube, der TSV Reichenbach ist so gut aufgestellt, dass sie in der Landesliga nächstes Jahr eine gute Rolle spielen und so schnell wie möglich wieder zurückkommen. Was meinst du, wie man das packen kann, den Wiederaufstieg oder zumindest das Zurückkommen? Ich meine, im letzten Sommer war es eine schwierige Situation. Viele Spieler sind gegangen. Die Mannschaft ist extrem jung, mit ganz vielen A-Jugendspielern noch drin. Und ich glaube, dass der Harris als Coach da ein gutes Fundament aufgebaut hat. Man hat die Entwicklung schon gesehen. Im Vergleich zur Hinrunde haben wir uns gerade defensiv extrem gesteigert, auch was das Taktische angeht. Und ich glaube, wenn wir auf dem Fundament weiterarbeiten, vielleicht noch ein, zwei erfahrene Spieler dazukommen, dann kann das auch schnell wieder hochgehen. Und wie sieht deine persönliche Zukunft dann aus, abseits der aktiven Spielerkarriere? Ich mache zurzeit den B-Schein als Fußballtrainer und dann, ob das dann eine Option für die Zukunft ist, weiß ich noch gar nicht, ehrlich gesagt. Aber ja, meine Zukunft ist komplett offen. Ich kann dazu ehrlich gesagt noch gar nichts sagen. Ich bin im Moment auf Jobsuche, deswegen ja, muss man abwarten, wo es mich hin verschlägt. Weiß ich noch nicht. Simon, danke vielmals für das Interview. Viel Erfolg und alles Gute. Alles klar, vielen Dank.